went. It was a sudden attack by the gang in front. They will come again. We will no longer. Sind übrigens immer noch getrennt vom Internet. Aber unsere Aufnahme läuft jetzt weiter. No one has seen his face. Mikado, the leader of Inferno. The war will never end till we stop this man. Now, the counterattack of the Fighters has just begun. Oh. Die Fritzbox ist auch nicht erreichbar. Ah, jetzt schon. Hat die Fritzbox schon mal neu gestartet? Oh. Ah ja. So viele Leute auf Twitch auch mit. Das wollte ich denn gar nicht, aber. Ey. Ach, schon eine krasse Familie, die sich eigentlich gegeben haben. Komm, wie kurz ihre Lebensleiste da sind, ey. Ja, wie viele kommen denn hier, ey? Ja. Zwei Bosse? Ach du meine Güte. Cool. Schön, dass keiner meiner Tritte trifft. Einfach meine Super-Attacke einfach so weg. Alles klar. Aua. Ich bin staunend. Ja, ich bin K.O. Gott sei Dank. Nein. Du Schnitsch. Wir kommen nicht raus. Game over. Oh no. Rank ist L. Hallo, ich kann meinen Namen eingeben. Jetzt was? Jo. Oh, guck mal. Jo. Einfach nur das 24-fache den ersten Rang geschlagen. Nice. Wie komme ich jetzt hier raus? Ich würde gerne raus. Ah, da. Ja, ich möchte beenden. Das ging aber jetzt lange, ey. Machen wir mal spielen aus. Ah! Da ich meine 10 Minispiele. Geil. Ja. Ich muss das endlich mal spielen jetzt eigentlich, ne? Oh, war mir zu doof. Ich gehe. Tschüss. Cool. Haben wir das 10 Minispiele auch schon mal voll? So. Dann machen wir mal. Ich wollte eigentlich nur. Ich will Geld verdienen. So. Die Kondition hat.
Dann sagen wir unser Bett nochmal ein. So. Ja, schon was Interessantes. Aloha! Gucken wir mal. Laufen. Ein Raketenwerfer, ja. Geil. Ja, thank you. Eigentlich nicht. Aloha! Ich kann wahrscheinlich hier Gegenstände verkaufen, ne? Schrott haben wir viermal. Zigarettenstummel, Regenwurm. Bronzeteller, Papierteller. Ach ja, so viel Zeug haben wir hier. Den ganzen Sushi-Mampf-Zeug können wir. Die können wir auch verkaufen. Auch schon nicht mehr. Naja, die bald noch. Thank you. Aloha. Ausrüstungsgegenstände. Ja, gut. Sollen die verkaufen? Ja, das war erstmal das Zeug, ne? Dann sind wir hier. Hier geht nicht so viel ein. Ja. Und meine 50 Infrarotbrillen brauche ich, glaube ich, nicht. Alte Minz, was macht die denn? Deutlich, oder? Ach, für Desperados, okay. Ah, für extra für den Job jeweils, okay, okay. Ja. Jo. So, dann haben wir hier noch unser Raumzieher. Haben die jetzt dadurch, dass sie die abgehört haben, echt schlechter gemacht? Tatsache, guck mal. Sind schlechter. Krass. Dadurch kriegen wir weniger Geld. Obwohl sie deutlich mehr Schaden machen und so. Krass. Finde ich schon ein bisschen kacke gerade. Obwohl, eigentlich sollte ich die nicht verkaufen, ne? Fällt mir gerade ein. Ich wollte, also die normalen, weil ich wollte ja eigentlich ja upgraden, ne? Und da wäre man können noch mehr Waffen der Kategorie haben. Und die auch einfach erstmal verkaufen, würde ich sagen. Ja, passt schon. Fackel. Alles gut, so. Thank you. Da haben wir schon Kohle gemacht. Geld einzahlen. So. Sehr schön. Sehr schön. Okay. Ich verlasse mich darauf, dass du die. Dass du alles durch jemanden fängst. Mit dem Weltfrieden. Nee, alle will ich nicht fangen. Das wäre ein bisschen viel, glaube ich, des Guten. Aloha! Aber ich würde gerne zum Stadion gehen. Oh. Sure thing. So. Gespannt. So. Was kriegen wir denn bei dir jetzt eigentlich für unsere Punkte? Und wir haben was Tolles. Wir könnten die CDs kaufen. Dafür brauchen wir noch ein bisschen, okay. Hier sind Dämonenstatuen. Dann kaufen wir uns mal die CDs. So, CD-Sammler. Auch schon mal. Natürlich auch alles, die ich jetzt nicht mehr brauche, auch eigentlich. Mal wegmachen, ne? Stimmt eigentlich. So, wir haben noch kein Meisterticket, stimmt. Hm? Ich will beim Starfield-Ding auf uns zu warten. So, und zack. Machen wir es immer so machen, ne? Oh, ein besonderer. Bin ich ja mal gespannt jetzt. Na. Aber den hat man noch nicht, ne? Oshaa!
Na denn, du klappen wir schon. Wollen wir Freunde sein? Ja, wollen wir. Oh, der ist Fujibär. Alles klar. Dann komm mit hier rein, Hino. Okay. Der Mann ist von neuer. Das ist schon mal was. So. Schau dir mal anders. Ey. Wow. 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 Oh no, das ist nicht schön. Den hat man tatsächlich noch nicht. Hey, komm mit hier. Manche Dinge sind nicht so. Den hatten wir schon auch schon. Ja, guck. Nein. Haben wir auch so viel Glück? Na, schon mal nicht. Yay. Ganz gutes daraus, ey. Zum Anzeige, wie viel wir jetzt wirklich haben, ne? Vor allem, was mit der 35? Die 35? Hä? Okay. Das sind welche, die von Special waren, welche nicht und so. Habe ich die Bronzestadt gehofft? Glaube nicht. Das und das. Auch wild aus, die sieht auch wild aus. Okay, ist einfach nur ein bisschen größer da hin und aus. Die sind auch alle wild aus. Ich hab mich auch doppelt.
Das stimmt. Nicht aus, der war, glaube ich, besonders. Also, ja, über die Mensch bin ich sicher. Bin auch erstmal weg. So viele Special Leute, die wir gar nicht kennen, ne? Beziehungsweise noch nicht kennen teilweise. Oh, habt ihr Bock, mir meine Sojimon zu sortieren? Dancen, Mann, na gut, man klingt einfach nur cool. Ne, wir wollen den Luder haben, ne? Ah, wir haben noch einen guten Sensen, Mann. So, den Gockel, aber den haben wir auch doppelt, ne? 26, 25, das ist der schlechte. Ja, wir wollen den Hero-Tara nehmen, einfach mal. Okay. So, und hier haben wir auch die noch weg können. Ich glaube, der war der gut. Husamten haben. Ja, das ist was Besonderes. Genauso wie die. Alle ein bisschen besonders. Ja, dann können wir die alle wegmachen. Ich würde es einfach mal sagen. 1100 Frauen. Yay. Yeah. So viele weggeschickt und was haben wir bekommen? Nix. Ja, wir könnten uns die Goldfarbe wenigstens leisten. Wow. Können sie uns gut wenigstens golden anfahren. Mal. Yay. So, muss ich hier mit dir quatschen. Ja, muss ich mit dir quatschen, dann speichern wir mal, würde ich sagen. Dann speichern wir. Ja. Zack. Und dann wollen wir mal uns in die Arena begeben, ne? Light gegen Tiltkampf gegen King. Ja. Ich will gegen King kämpfen. Es ist soweit. Der Augenblick, auf den ihr alle gewartet habt. Es geht um die Meisterschaft der Tsuji-Liga. Der aufstrebende Star Ichiban Kasuga war auf seinem Weg zum Sieg nicht zu stoppen und tritt er gegen den Champion der Tsuji-Liga persönlich an, King. Oh, du hast keinen Druck, oder? Eben sagst du das. Ich glaube, ich kriege Bauchschmerzen. Ich auch. Ich auch. Was für ein Zufall. Komm schon, Leute, reißt euch zusammen. Wir stellen zuerst die Herausforderer vor. Team Kasuga auf dem Gipfel. Und das ist kaum zu glauben, aber sie werden heute unterstützt vom verstoßenen früheren Champion, Professor Morikasa. Er ist persönlich hier, um seinen neuen Schützling Kasuga im Kampf gegen Morisaki, im Kampf gegen Morisakas führende Lieblingsschüler zur Seite zu stehen. Okay, ich würde mal sagen, er steht dabei, um gegen sich selbst zu kämpfen. Aber ich habe den Satz nicht zu Ende gelesen. Und dieser Schüler ist natürlich niemand geringer als der Champion King. Yo. Yo, King. Machen wir die Sache richtig, ja? Es soll Spaß machen. Nicht zum Spaß hier, es geht ums Gewinnen. Umsonst nichts. Mann, bist du ein Spielverderber. Schön, dann zwingen wir dich eben, Spaß zu haben. Glaub an dich, Kasuga. Oh! Alles bereit? Jawohl. Jetzt hast du keine Vorkämpfe und so, ne? Ja, ein historischer Hauptkampf. Kasuga gegen King. Und es geht los!
Stadion an. Wir kriegen nur 1000 Geld. Puh, langweilig. Kriegst du so wie 10.000 Punkte oder so, wäre cool. Okay. Oh, guck mal, den Sushi-Roboter. Und den komischen Tänzer, okay. Dann wollen wir mal. Und teilen einfach mal aus. Für den Anfang. Ich soll noch den, okay. Aber. Ja, ich bin deutlich besser, deswegen. Darf ich mehr angreifen. So. Nochmal. Oh, ist der schon mal weg. Sehr schön. Ja, wir haben auch gegen ihn diesen Launcher, ne, aber... Shit happens, sagen wir mal. Er lebt immer noch. Zweimal, gehen wir los. Okay. 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 Darauf habe ich schon gemacht. Jetzt muss aber wissen, was passieren würde. Fuck. Natürlich wird der verpasst als Rap, ey. Ja, ich bin trotzdem nochmal dran. So, und dann mach ich mal Schaden an ihm, ne? So. Jetzt kann sein, dass zwei von mir irgendwann sterben. Ne, immer noch nicht, okay. Was überlebt der noch? Okay. Aber jetzt kann er seine Special-Fähigkeit einsetzen. Oder auch nicht, ha, weil ich vorher dran bin. Wir haben gewonnen. Boom. Um unseren ersten drei immer noch. Juhu. Yeah. Unglaublich, Team Kasuga gewinnt. Das ganze Stadion steht unter Schock. Der allmächtige King ist bezwungen. King hat, hat die Meisterschaft verloren. Yeah! Wir haben es geschafft, Kasugas. Haha. Kasuga wird nun die Meisterschaftstrophäe überreicht. Ich bin Kasuga als offiziell Tsujimon-Meister. Jo. Ja, Mann. Tsuji-Liga-Trophäe. Glänzende Trophäe für die Champions. Den Champion der Tsuji-Liga. Wahrscheinlich auch noch verkaufen oder so. Er drückt nicht? Ja, er drückt nicht. Verfluchter Schwächling. Das ist sein Ende. Niemand enttäuscht das Komitee. Was ist mit seiner Mutter und so, ne? Arigato. Danke für das Match, King. Was sagst du? Mir hat es Spaß gemacht. Und dir? Ich muss mich bedanken, Kasuga. Du hast recht. Ich hatte völlig vergessen, wie viel Spaß dieser Kampf machen können. Arigato gozaimasu. Eine Sekunde lang kam ich mir wieder vor wie ein Kind. Wie das Kind, das ich vor einer Ewigkeit unter Urikaza trainierte. Er hat mich ja auch dazu angestiftet. Du bist dem Professor noch immer so wichtig wie früher. Sollst dich bei ihm bedanken. Sensei, kannst du mir je vergeben? Haha, willkommen zurück, King. Oh. Ha, ja, so gefällt mir das. Wow, dann ist also endlich alles geklärt? Ich wäre mir da nicht so sicher. Ey, was? Wann haben die uns bitte umzingelt? Darf wohl kaum hoffen, dass ihr Freaks nur hier seid,
um mir und meinem Team zu gratulieren. Du hast nichts getan, was eine Gratulation verdient hätte, Ichiban Kasuga. Du hast uns ruiniert, indem du diese jämmerlichen Versager besiegt hast. Und wenn das Komitee untergeht, geht auch die Liga unter. Dieser Sport existiert nur wegen unserem Investoren. Er ist ein gewinnorientiertes Unternehmen, das auf Kapital basiert. Du hast nur dafür gesorgt, dass du uns als letzter Champion der insolventen Izuji-Liga in die Geschichte eingehst. Was willst du bitte für einen Scheiß? Das Komitee hat seinen Investoren immer auf einmalige Kämpfe wetten lassen. Sie streichen einen irren Profit ein, wenn ich gewinne. Ich will mir gar nicht vorausmalen, wie viel Geld sie das gekostet hat. Sind bestimmt stinksauer. Korrekt, und nicht nur auf dich, Ichiban Kasuga, sondern auch vor allem auf unseren besiegten Pseudo-Champion. Du wirst doch da, was du zu tun hast, wenn dir eine Niederlage droht oder nicht. Du hättest die ganze Zeit einen Rettungsring. Baum King, warum hast du den Knopf nicht gedrückt? Ich bin dieser Charade einfach leid. Ich bin es leid, eure Marionette zu sein. Ja, aber wenn dir das so wichtig ist, ne, hätten sie vielleicht selber auch nochmal einen Knopf haben sollen. Wenn King nicht drückt, dass sie dann drücken, weißt du, aber so weit war der wieder nicht gedacht für den Plot-Twist, ne? Kasuga und sein Team haben daran geglaubt, dass ich noch zu retten bin. Sie sind durch die Hölle gegangen, um das zu beweisen. Ich habe ihnen einen fairen Kampf geschuldet. King, widerlich. Tja, nicht jeder kann mit so einem Ehrgefühl die Weltwirtschaft ins Wanken bringen. Mir ist natürlich klar, dass unsere Investoren zu den wohlhabendsten, vorkommendsten Menschen des Planeten gehören. Das Schicksal deiner Mutter ist besiegelt. Was? Seiner Mutter? Sie haben sie, Sensei. Sie halten sie seit Jahren als Geisel gefangen. Was zur Hölle? Es ist meine Schuld. Sie ist krank geworden und ich konnte die Behandlung nicht bezahlen. Das Komitee hat angeboten, uns zu helfen, wenn ich ihnen bei ihren Plänen mitspiele. Ich war schwach. Deswegen hast du die ganze Zeit über mit ihnen zusammengearbeitet? Ja. Um die Frau zu retten, die mich großgezogen hat, habe ich meine Sensei verraten. Es tut mir so leid. Los damit. Du musst dich für nichts entschuldigen. Ich hätte es schon viel früher durchschauen müssen. Wir haben meine Mutter die Operation bezahlt und sie ist wieder gesund, aber ich habe sie seitdem nicht gesehen. Warum nicht? Würde wir sie freilassen, würden wir unsere Versicherung aufgeben. Realität ist in dieser Welt kein Pfifferling wert. Man kann sich auf niemanden verlassen, wenn man nicht die volle Kontrolle über ihn ausübt. Ohne eine solche Geleine um den Hals hätte King niemals die Kraft gehabt, so lange durchzuhalten. So ein Bullshit euch gegenüber war ihre Chemie loyal gestimmt. Aber er hat sich nur wegen seiner Loyalität zu seiner Mutter so lange gefügt. Reine Semantik. Aber es ist nun ohnehin relevant. Niemand täuscht das Komitee. Ja? Uah. Voll auf die Fresse. Unerhört, was machst du da? Kasuga, ich höre mit diesem Mist, nicht länger an. Mir ist leid, um nur andere kämpfen zu sehen. Jetzt kämpfe ich selbst. Du ignoranter Pisser, unterschätzen die Männer im Schatten. Komm, wir reißen dir die Kehle raus.